Herzlich willkommen, Kapitän bei Wild und Warship. Ich bin, kann man sagen, immer noch alleine. Ich hab mal geguckt, der liebe Rainbow ist zurzeit immer noch nicht online. Ist ein bisschen schade. Naja, das heißt, ich bin leider immer noch ein bisschen etwas alleine. Ist ja nichts Besonderes, wie bei Valheim bin ich auch alleine. Bitte nicht verwundern, dass die eine Video, ich habe ein was aufgenommen und ja, habt ihr schon gemerkt, das Video kommt ein bisschen später. Ich versuche, dass wir wieder Videos wieder innerhalb der Woche kommen und das letzte Video nicht etwas nicht später. Ist nicht so nicht wirklich schön in einer Sache. So, die andere Sache ist, ich will mal hier ein bisschen weiterkommen. Ich habe, glaube ich, mit den Spaniern bin ich fast beinahe durch. Aber nicht ganz durch. Also ein bisschen fehlt mir. Ich wollte mal ein bisschen die Spanier weitermachen. Gefällt mir so ganz okay, aber irgendwie die Idee. AP ist hammergeil, sage ich nicht, aber die HE macht mir. Ist nicht, macht nicht so Konsensen Schaden immer. Das ist ein bisschen eigentlich immer ein bisschen schade. Im Grunde ich eigentlich sonst welche Schö Kreuz eigentlich gerne spiele. So. Aber mal schauen. Mal gucken. Also bis jetzt bin ich eigentlich relativ ganz gut dabei. Aber mal schauen. Welch. Top Tier. What? Ich bin Top Tier? Alter Schiff fest. Uiuiui. Mal schauen. Wie gesagt, mal gucken. Ja, ihr habt ja schon mitbekommen, bei Valheim bin ich auch relativ ganz gut dabei. Ich habe schon mal am Wochenende schon ein bisschen bis etwas weiter gespielt und es werden zwei Folgen kommen, die werden relativ lange gehen. Ich möchte aber nicht so viel spoilern, auch nicht. Aber es wird ziemlich so euch freuen. Mal schauen. Ich bin hier C gespawnt, C-Ecke mag ich überhaupt gar nicht. Null da. Das ist nicht so meine Lieblingsecke. Mal schauen. Ich habe schon Video gesagt, wie ihr schon sieht. Mit Weihnachten, es kommt langsam ein Punkt bei dem Spiel, dass es langsam, sonst war immer relativ konstant, immer so relativ nie Umgebung zu meiner Base immer. Und jetzt fängt es langsam doch an, zu Endgame doch mal wirklich an, dass du wirklich die Welt erkundest und für den Boss bestimmte Bereiche als abklapperst. Das wird ziemlich interessant. Also der Endgame wird relativ ziemlich sehr langartig. Ich denke mal, da ich habe schon ein Video schon angedeutet, es kann sein, dass nicht so regelmäßig Videos kommen, weil da bin ich wirklich lange unterwegs. Und besonders wenn man alleine spielt auch. Dort ist alles viel länger. Ich habe gesagt, ich bin gespannt, wann der liebe Ragnar wiederkommt. Er hat geschrieben, zurzeit hat er nicht so große Lust. Ist ein bisschen schade. Also ich hier ignoriere gleich komplett C. Weil C ist hier so komplett useless. Also ich ziehe hier komplett zurück, weil hier mit zwei Leuten C zu verteidigen macht hier Grunde überhaupt keinen Sinn. Also hier würden wir hier uns sinnlos wegschmeißen. Das mache ich nicht. Das würde überhaupt keinen Sinn geben. Also hier ist anscheinend mehr Fokus hier auf die beiden unteren Caps. C wird jetzt ange. Ubuntu? Echt? Keine Idee, ist nur Ubuntu, okay. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Wir haben ja richtig coole Wasserbomben mit 7 Kilometer U-Boot-Bewaffnung. Die anderen U-Boote können die Tops weiter abschmeißen. Ja. Erstmal den Cap erstmal komplett ignorieren. Das ist das Beste, was ich hier machen kann. Sechser zu formen. Ich habe auch den Sechser gespielt und besitzt mich hier am Spielen. Wie gesagt, der Sechser ist, bin ich etwas ernüchtern erstmal. Weil ich finde, die andere Stufe Sechser CV, bevor mehr, okay, ist es eine Unterstützungsklasse. Finde ich nicht schlecht. Aber der Damage für den Sechser ist echt sehr wenig. Also das macht mir persönlich echt keinen viel Spaß. Sag mal, fliegt dann wahrscheinlich, wie man der los? 6 Kilometer erst? Yeah! Flieger abgeschossen, nice. Er kam noch nicht mal so richtig zu Angriff, noch nicht mal. Ach Gottchen, der Arme. Cleavon down, das ist schon mal nice. Admiral, yoroshiku tanamu wa ne? Der U-Boot hat den Cleavon weggeflext, auch nicht schlecht. Haben wir schon mal einen Kreuzer schon mal? Admiral, skoshi otsukare desu ka? Aber links aus meiner Range schon mal. Okay, der Gegner spielt hier ganz merkwürdig. Gegner spielt irgendwie ein bisschen passiv. Interessant. Ich hole mal meinen Reichweitenflieger mal raus. Boop.
Dass ich mal ein bisschen hier mit rum bin, ein bisschen Schaden rumkomme. So gefühlt mache ich hier fast überhaupt keinen Schaden hier richtig. Mal gucken. Nee, die Jörg ist zu schnell. Jörg ist so schnell, das ist nicht so schön. Nein, hier geht gleich los. Nachteil bei diesem Bomber, er muss mir die komplette Bombenlänge mich treffen. Ach, das ist die Fuso. Admiro, Nagato. Nagato steht bei einer. Das ist nett. Finde ich ziemlich sehr nett, Nagato. Finde ich ziemlich sehr nett. Und? Jawohl, abgefackelt. Nice. Nagato, ich mag dich. Du machst meinen Charme. Nagato, niemals stehen. Das ist tödlich, was du machen kannst. Wieder. Okay, wieder abgefackelt. Nice. Hat gelöscht. Nagato, du bist echt ein guter Freund. Okay, ich denke mal, oh, die Tops machen. Bock, 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 bock. Schade. Nagato nicht mehr erwischt. Bisschen schade. Okay, dieses große alte feindliche Team. Okay. Ich glaube, er hat das keine Angriffstops? Nee. Doch. Okay, dann muss er 100% der Anfänger sein. 100 Pro. Der hat die Tops ja richtig versimmelt. Okay, ich gehe mal ein bisschen mal etwas nach oben. Die Tops aber mitnehmen. Also die untere Hälfte gewinnen wir, sind extrem gut an dominieren. Aber die C ist schon ein bisschen mehr Action schon mal. Also der CV ist nett, gibt mir ein bisschen noch IP. Ich spiele mit Diffuse zusammen. Oh Gottchen. Die kommen gleich in 8er Match rein. Die Armenbeine, ey. Das ist so eine Größe Mittelfinger für die alle beide. Das kannst du doch gar nicht antun. Eieiei. Ja, die Fuso und Independence haben sie wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben. Also in Tierpitz würde ich auch nicht so gerne reinpreschen. Trotzdem der gerade ein bisschen abgelenkt ist. Also bis jetzt läuft das ganz gut für mich. Okay, da ist eine andere Spanier. Mal gucken. Ach schade, nicht abgefackelt. Schade, schade. Das war schön. Schön aus zickenden Batterien und Reichweite raus. Oh, schön wieder abgefackelt. Nice. Oh, die gönnen mir, aber die sind richtig Gönner. Das gefällt mir. Und klatsch. Nice. Mal gucken. Ihr bleibt hinter der Insel. Na, der fährt langsam, das ist gut. Wenn wir da fährt, ist gut. Da hatte ich schon mal gleich mal auf dem meine MG-Feuer gleich. Ich bin Kreuzer, ich muss hier in der Insel stehen. Okay, der fährt parallel. Der fällt auch rückwärts. Oh. Oh. Die Pilz wird langsamer, das ist schon mal ziemlich sehr gut. Wenn der langsamere Ziel ist, ist immer gut für mich. Kann ich wenigstens ein bisschen Damage machen. Wieder Doppelbrand, auch nicht schlecht. Gefällt mir. Abpraller, neues. Na?
Echt jetzt? Der Winkel. Ne, das Winkel ist noch zu spitz. Da würde ich kommen Schaden machen mit meiner AP. Aber der Winkel wird immer besser. Oh, schön sieht er. Nochmal sieht er. Jawoll. Richtig, Mann. Das ist richtig ausgenutzt. Richtig ausgenutzt mit meiner. Mit meinem MG-Feuer hier. Also mein Sturzfeuer auf gut Deutsch. Also das hat richtig geschmeckt. Aber richtig gut. Das Problem ist, die Schlachtschiffe da oben. Würde mir nochmal geben. Mal gucken. Ich jetzt? Weil wenn er so fährt, nehme ich das gerne mit, zack. Also wenn mir dann so mir die Breitseite anbietet, also das nehme ich aber sehr gerne an. Also bis jetzt ist es nur noch relativ, finde ich, noch sehr ausgeglichen. Nicht so der übelste Abschlagrunde. Aber ich finde, der Gegner spielt schon extrem passiv. Seit ich vier Leute... Okay, ich hätte beinahe seine Tops mitgenommen. Also vier Leute jagen ein Schiff. Das ist schon auch sehr interessant. Richelieu. Also jetzt die Follower sind mir schon mal in Ruhe. Das ist schon mal gut. Ich lade mal auf AP um. Weil der kommt gleich um die Breite und um die Ecke gefahren. Schön. Er ist down. What? Oh, Overpants gedrückt, auch nicht schlecht. So, ich will jetzt mal die richtige... Der hat gerade echt gut mitgenommen. So, jetzt muss ich mal gerade mal die Recherche ein bisschen unterstützen. Weil ich dann sagen. Aber ihr kommt mir bis mir doch zu doll entgegen. Shit. Shit, 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 shit. Ich kann hier nicht so über die Breitseite rausfahren. Ah! Also ich zeige lieber ihm Breitseite. Eins kann ich machen. Ihm Breitseite zeigen oder ihn. Okay, der ignoriert mich. Das finde ich ziemlich sehr nett. So, AP sei mir gleich mal durchladen und. Zitadelle! Okay. Ich habe einen russischen Schlachtschiff einmal Zitadellen gedrückt. Auch nicht schlecht. Muss man auch schaffen. Okay, der steht. Finde ich ziemlich sehr nett. So, der U-Boot ist der U-Boot. Muss man mal gucken. Warte, bis ich umgeladen bin. Also, der Umladung. Okay. Der Typ schießt auf mich, auf Max Flinch, okay. Typ ist schießt auf Max Finch. Okay. Oh, schön abgefackelt. Nice. Ich glaube, den Sonarping hat er gelöscht. Ach, schön. Ja, yo, er hat genau AP durchgeladen. Ah, oh, shit. Das könnte wehtun. Ja, aua. Oh. Das hat sich richtig weh getan. Aua, aua, aua. Das hat mir richtig weh getan. Aua, 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 aua. 30k von so einem mächtigen Schlacht, du Kacke. Ach, da ist er.
Oh, schön, der ist down. Nice. Boah, 30k. Aua. Okay, Unterstützer bekommen. Alles klar, läuft. Aua. Das ist aber richtig gerumzelt bei meinem Schiff. Ein Vorteil, das Ding ist lahmarschig. Das ist schon mal ein Vorteil. Aua. Das ist aber richtig gerumzelt bei mir. Ach, shit. Okay, der fällt parallel zu mir. Das ist schon mal sehr nice. U-Bahn, okay. Naja, der fährt Dingsbums. Wow. Ja, war klar, der hat gleich wieder AP durchgeladen. Ja. Ist klar. Oh. Schön, nochmal getroffen. Einmal direkt Treffer, das war's. Also das war schon. Also die 4 Granaten genau mit dem Schiff getroffen. Also er hat bestimmt erwartet, bis ich aufgegangen bin. Aua. Aber ich habe mir ein Schlachtschiff rausgenommen. Also ja, die Tops nehmen da aber trotzdem alle mit. Trotz ich direkt Treffer habe und nur nicht mal Flächenschaden gemacht habe. Das ist auch voll weird. Also Unterstützer habe ich auch seit Ewigkeit nicht mehr gehabt. Also die Hawk hat mich eher, die eine Seite, die Hawk hat mich echt gut getroffen. Aua. Also das war ziemlich schwierig, links oder rechts ausweichen. Also ich glaube, ich hätte ja nach links ausgewichen. Aber ich hätte nicht erwartet, der AP durchgeladen hat. Ich hätte erwartet, er würde noch mit HE rumspammen. Also die Tierpiss mit seinen 4 Hoppert, so 4 Granaten mich hier noch getroffen hat. Von 4 von 3, glaube ich. Also das ist schon ein bisschen auch ziemlich sehr krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, die so eine Torpedo hat er die gekippt. Also die Runde ist trotzdem durch. Und trotzdem 122k ist nicht schlecht. Also die Salve von Hawker, die waren echt böse gewesen. Also ich habe selber die Repuls und nicht Repuls. Aber mal gucken. Also die Hawker hat mich extrem gut getroffen. Aua. Mal gucken. 5 Granaten. Die Tibis hat mir echt mit die hat mir wirklich mit 4 Batterien, also mit die 4 Granaten echt mich getroffen noch. Von 4 hat er mich, glaube ich, getroffen. Alter Schwede. Also so RNG mit den Tibis würde ich auch gerne haben. Also dieses Problem bei den Deutschen ist allgemein immer so der Schrott- und Flint-Modus. Aber die Hawk hat mir echt. Ne, Renault habe ich. Die Puls ist das andere. Ich habe, wie gesagt, ich habe selber die Schiffe und ich weiß nicht, die AP liefert kaum was. Und bei denen hat mir übelst getroffen. Keine Ahnung, es kann sein, meine Kaliber von Renault irgendwie viel zu hoch ist. Ich nur da. Wie gesagt, ich habe ein paar Runden mit Renault gespielt. Und ich dachte, ich mache mit den Schiffen nur Overpens. Also ich ignoriere fast meine AP, weil ich auf dem Kreuz ich nur Overmatche nur noch. Das ist so komisch einfach. Aber war trotzdem eine schöne Runde. Welcher Platz? Platz 2. Oh, 2200 Grunderfahrung. Eieiei. Das war eine schöne Runde. Kann ich nicht beschweren. Das war es von mir. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schönen Abend noch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis nächstes Mal. Haut rein. Tschüss.